So, für Sie ist das schon eine Mega-Leistung, hier im Halbfinale dabei zu sein. Julia Koch, 19 Jahre jung, Studentin aus Hahn. Also wir haben letzte Woche mit Astrid Sibon, der gebürtigen Niederländerin, die in der Schweiz lebt, eine Finisherin gehabt im Halbfinale. Das war eine unfassbare Leistung, also die ist sicher im Finale dabei. Aber wir wissen, dass das unterschiedliche Grundvoraussetzungen sind. Astrid ist, ich hätte jetzt fast gesagt, ein Ninja-Profi. Ja. Und für Julia ist das viel eher Neuland, was hier gerade passiert. Ja, konnte im letzten Jahr zwar auch schon Erfahrung sammeln, aber im Halbfinale stand sie noch nie. Und macht das bis hierhin kontrolliert und gut. Ja. Sehr also ein bisschen gut. Ein Überraschungspaket, ne? Aber also studiert ja Sportwissenschaften an der Sporthochschule Köln, hat dir ja letztes Jahr gesagt, dass du da keine Legende bist. Dieses Jahr hat sie gesagt, dass du eine Legende bist. Also pass auf, das ist eine Generation, die muss nie vom Papa gehört haben. Das ist alles in Ordnung. Ich war übrigens auch nie eine Legende an der Deutschen Sporthochschule Köln. Ich war da eingeschrieben. Wir machen dich nur. Und das macht dich schon zur Legende. Mhm. Es war früher alles anders als heute, war alles besser. Okay, die haben sich ja bei dir beworben, ne? Ja. Ich habe gesagt, willst du nicht zum Studium kommen? Genau. Das kenne ich. Gut, das, ne? hatte ich mit Harvard, habe ich aber abgelehnt. Das ist jetzt stramm. Den Schwung muss sie hinkriegen. Boah. Nö. Heide Röslein. Die kann da auch noch ganz gut ziehen. Und Heide hat da auch noch eine Röslein. Relativ gute Kontrolle. Also das sieht sehr gut aus. 19 Jahre jung. Und die macht hier auch gerade ein bisschen Werbung für die Sporthochschule Köln. Als ich da war, gab es noch gar keine Kletterkurse. Das vermittelt einen Eindruck, wie lange das her ist. Aber im Basketball waren wir gut, bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft. Aber da gab es auch noch keine Berge, da wollte auch keiner klettern. So, Julia Koch. Großartig. Ja, macht großartig. Das hier unfassbar gut. Geht jetzt hier an die Federbretter. Konzentriert ist sie. Ja. Ja, also die geht hier. Ja. Bis hierhin sehr gut durch. Und sie ist Speedkletterin. Mhm. Dritte bei der deutschen Meisterschaft im Speedklettern. Natürlich hat die was drauf. Auch in der Birne hat die natürlich was drauf, wenn sie Wettkampferfahrung hat in dem Bereich. So. Aber das hier ist ja nicht Klettern, das sind keine Griffe, du hast kein Chalk an den Händen. Ja, aber natürlich zeigt sie hier, dass Klettern nicht schadet für Ninja. Ja. Jetzt. Ja. Super Leistung. Zu wenig Schwung. Es fühlte sich nicht an, als ob sie Griffkraft war. Okay, nee. Da deutet sich das ein bisschen an, wenn sie danach greifen. Ah, machen die Hände schon auf. Okay. Dann war die Kraft wohl doch schon weg. An dieser Stelle, von hier oben, Riesenrespekt zu der Leistung. Das war unfassbar gut. Hast nochmal gezeigt, was man an der Sporthochschule Köln so lernt. Das war ganz großes Kino. Wir warten mal ab. Sensationell. Klasse.